Herzlich willkommen zum Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt aus Stolpen. Als Kirchgemeinde Stolpener Land leben wir hier in einer wunderschönen Gegend, ca. 25 Kilometer östlich von Dresden, nahe der Sächsischen Schweiz. Wir stehen jetzt vor unserer Stadtkirche unterhalb der Burg. Für die Burg ist Stolpen bekannt. Auf ihr wurde Gräfin Kosel, Mätresse August des Starken, 49 Jahre lang gefangen gehalten. Wer dort oben steht, auf der Burg, der kann gar nicht anders, als in den Himmel zu blicken. Himmelfahrt oder Vatertag? Was feiern wir? Was erwarten wir? Schwer zu verstehen ist dieser Feiertag und lässt uns doch neben allen Vatertagsspaziergängen ein Fest des Glaubens feiern. 40 Tage nach Ostern erinnern wir uns an die Rückkehr von Jesus Christus zu seinem himmlischen Vater. Und stellt sich, wie den Jüngern damals, die Frage, wie der Auferstandene in unserer Welt wirkt. Liebe Zuschauer, diesen Gottesdienst gestalten wir gemeinsam mit den Gospel Flavors und dem Dresden Gospel Choir unter der Leitung von Carmen und Friedemann Wutzler. Wenn Sie nach dem Gottesdienst mit uns in Kontakt treten möchten, nennen wir Ihnen am Ende eine kostenfreie Rufnummer, unter der Sie uns bis 14 Uhr erreichen. Gott segne uns unsere Zeit. Our help is in the name of the Lord. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, du, mein Erlöser, richtest mich auf, wenn ich niedergeschlagen bin. Du bist meine Zuflucht und zu dir singen wir ohne Ende. Help!
Jesus lebt und bestimmt unser Leben heute. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen beten wir jetzt zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten und zum Vater zurückgegangen. Du bist von ihm zum Herrn gesetzt über alles und hältst die Welt in deiner Hand. Darum bitten wir dich, stärke unser Vertrauen, dass du jeden Moment unseres Lebens da bist, damit wir mit festem Halt in aller Not, Sorge und Schuld leben und damit wir das Ziel des ewigen Lebens fest im Blick haben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ganz nah, Herr, ist uns dein Wort. Von allen Seiten umgibt uns deine Wärme. Wir aber fühlen Verlassenheit. Wir frieren in der Kälte der Welt. Wir rufen zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Yeah.
Du, Gott, hast die Macht, unser einsames Herz zu verwandeln und uns zu trösten. Lass unser Herz dein Leuchten sehen. Im Vertrauen darauf singen wir. Give God glory in the highest, give God glory every day. Gib Gott die Ehre in der Höhe und an jedem ganz normalen Tag. Gott möchte uns in unserem Alltag begleiten und er möchte uns seinen Frieden schenken. Wir beten mit Worten des 47. Psalms. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singt Gott, Lob singt unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, Lob singt ihn mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Auf diesen Psalm antworten wir gemeinsam mit einem Latino-Halleluja. Und Latino, das ist der höchste Lobpreis, der uns mit allen Christen auf der ganzen Welt verbindet. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Gibt Hoffnung und neuen Mut.
Die Tür geht auf, Menschen strahlen um die Wette in Schwarz und Weiß, kommen heraus, Tauben steigen in die Luft, die Limousine fährt vor, alles sitzt, alles perfekt, die Sonne scheint und der parkähnliche Garten ist mit seinen weißen Pavillons dekoriert. Das, liebe Zuschauer und liebe Gemeinde, ist Hollywood. So oder so ähnlich sieht es in vielen der unzähligen Filme über den besonderen Tag im Leben aus. Wobei meistens geht noch was schief. Die Braut wird gekidnappt, der Bräutigam entscheidet es sich noch mal anders oder. Aber dann ist alles umso schöner. Viele Sehnsüchte verbinden sich mit diesen besonderen Tagen. Sie sollen anders sein als sonst. Und dieser eine besondere Tag ganz besonders. Aber ein paar Mal im Jahr freuen wir uns auch über die kleine Version der besonderen Tage, wenn es wieder heißt Feiertag oder eben wie heute Himmelfahrt. Da fühlen Sie sich vielleicht nicht wie bei der Hochzeit, aber viele wie bei Easy Rider. Ja, eine besondere Chance, mal raus aus der Enge, in die Natur, auf die Straße, den Alltag einfach mal beiseite legen. Da bahnen sich menschliche Sehnsüchte Raum. Einmal etwas anderes erleben, einmal etwas anderes essen, den Tag anders gestalten als im Büro oder am Fließband. Der Feiertag kommt gerade recht. Das ist schön. Und dann, ein paar Tage später, hat es uns wieder das Leben. Die harte Arbeit liegt vor der Tür, der triste Alltag allein in meiner Wohnung oder die Ehe, die auch schon einmal besser lief. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, merken Sie eines, das, wonach wir uns sehnen, nämlich nach einer Feiertagsfreude, die brauchen wir eigentlich nicht am Feiertag, sondern die brauchen wir im Alltag. Die brauchen wir nächste Woche. Aber Sie ahnen vielleicht auch, eigentlich brauchen wir noch viel mehr, viel tieferen Sinn und viel tiefere Freude, die sich nicht einfach so wieder aus dem Staub macht. Ja, schön wäre es, höre ich viele Menschen sagen, aber letztlich sind es doch alles nur Geschichten. Geschichten, ein gutes Stichwort, denn was würde es bedeuten, wenn die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen, wahr wäre? Die Geschichte einer Freude, die vom Feiertag in den Alltag hineinreicht. Die Geschichte des Himmels, der offen und weit ist und auf der Erde seine Kraft entfaltet. Ja, was bedeutet es, wenn diese Geschichte die Hoffnungsgeschichte aller Hoffnungsgeschichten ist? Die Geschichte, die wir Ihnen erzählen, ist die des Evangeliums. Wir würden das nicht tun, wenn wir nicht selbst erlebt hätten. Sie ist wahr. Wir stellen Ihnen heute Menschen vor, von denen es am Ende heißt, sie gingen in ihren Alltag mit großer Freude. Das waren Menschen, die hatten kein einfaches Leben. Es ging hoch und runter, da waren Hoffnungen geplatzt. Umstände änderten sich täglich. Jesus, den sie lieben, war gestorben, alles aus. Jesus stand von den Toten auf. Wir erleben Menschen mit Zweifeln, aber sie wurden gestillt, sie hatten sich überzeugt, ja, Jesus ist wieder da. Aber dann, Achterbahn, eben doch Pech gehabt. Himmelfahrt, er ist wieder weg, der Alltag bleibt eben doch, wie er ist. Habe ich doch gewusst, die Hoffnung der Welt, sie ist weit oben zu finden, aber nicht hier auf dieser Erde. Oder was ist, wenn im Moment, vom Moment der größten Übernatürlichkeit, Himmelfahrt, die tiefste Freude ausgeht, die ein Mensch erfahren kann? Wir erzählen Ihnen jetzt diese Geschichte. Jesus sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden
unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Unser Alltag wirkt auf uns mit großer Kraft. Wir sehen, was vor Augen ist. Unsere täglichen Lebensumstände spielen eine große Rolle, wie es uns geht. Und sie ändern sich. Heute gesund, morgen krank. Heute ein Verlierer, morgen ein Gewinner. Heute wohlhabend, morgen sieht es anders aus. Heute bedroht, morgen sicher und umgekehrt. Keiner von uns weiß mit Gewissheit, was morgen wird. Wie sollen wir da von einer beständigen Freude reden? Wir können das nur, wenn unser gesamtes Leben nicht in seinen Lebensumständen und auch nicht in den Freuden und den schönen Dingen dieser Welt seine Erfüllung findet. Gesundheit, endlich das eigene Haus, Arbeit, die Anerkennung anderer Menschen, der Erfolg im Beruf, der perfekte Partner, alles das sind wertvolle Dinge in unserem Leben. Aber wessen letzte, entscheidende Freude im Leben davon abhängt, von guten Dingen, die zu höchsten werden, der kann nicht damit rechnen, Freude zu erleben, die trägt, auch wenn es all das nicht im eigenen Leben gibt. Oder wenn sich alles als nicht so perfekt herausstellt. Und es passiert. Jesus bietet ihnen die Alternative an, indem er heute für sie das tut, was er mit seinen Freunden getan hat. Indem er ihnen die Augen öffnet, besondere Augen, geöffnete Augen des Herzens. Mit ihnen sehen sie Jesus als ihre ganze Hoffnung und Freude, weil er die Auferstehung in ihr Leben bringt und weil sie mit ihm das Entscheidende im Leben anders sehen. Jesus sagt, schaut doch mal, wer vor euch steht. Schaut doch mal, ja, eure Lebensumstände, aber heute bin ich hier. Seit über 1000 Jahren hat Gott Menschen von mir sprechen lassen, sagt er zu seinen Freunden. Und alles hat sich erfüllt. Seit über 1000 Jahren durch das ganze Alte Testament hindurch wurde von der Hoffnung der Welt gesprochen. Von einem Leben inmitten dieser Welt, was aber bestimmt wird von außerhalb dieser Welt, von mir, von dem, der an den Himmel gefahren ist. Der britische Professor C.S. Lewis sagt dazu, wenn wir merken, dass keine Erfahrung in dieser Welt, keine Freude auf dieser Erde unsere Wünsche und Sehnsüchte wirklich stillt, dann ist die beste Erklärung, wir sind für eine andere Welt gemacht und alle schönen Dinge und Freuden, die wir hier erleben, sind nur dafür da, die Sehnsucht danach zu wecken, die Sehnsucht nach dem Leben mit Jesus. Und deswegen, liebe Zuschauer, haben wir hier die Geschichte aller Geschichten, weil sie von ihm und seinem Reich mitten in dieser Welt spricht, das unser Leben neu macht. Wie passiert das? Jesus Christus musste leiden und auferstehen. In seinem Namen wird Umkehr gepredigt. Das tun wir heute. Ich werde diese Freude dann erfahren, wenn ich mich davon abwende, mein Glück in anderen Göttern als dem einen Lebendigen zu suchen. Ich werde sie dann erfahren, wenn ich glaube, ja, dieser Jesus, der hat am Kreuz meine hoffnungslose Suche an den falschen Stellen im Leben durchgemacht und alle Leere, ja, die Hölle erfahren, die mir gehören muss. Ich werde diese Freude dann erfahren, wenn ich daran glaube, dass er dort die Schuld und Gottlosigkeit meines Lebens, aber auch die Sorge und das Leid, was ich habe, auf sich genommen hat, um mit mir die Plätze zu tauschen. Ich werde sie dann erfahren, wenn ich ihm meinen Alltag gebe und seine Freude nehme, damit sie in meinem Alltag den Unterschied macht. Nehmen Sie seine Liebe an und lassen Sie ihn Ihren Gott sein. Gehen Sie mit leeren Händen zu ihm. Und durch den Glauben an das, was er getan hat, tritt der größte Schatz in ihr Leben, den es gibt.
Fangt in Jerusalem an und seid dafür Zeugen. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, klare Worte, die Jesus seinen Freunden zum Abschied mit auf den Weg gibt. Aber der Abschied von seinen Jüngern, über den Lukas berichtet, ist kein wirklicher Abschied, denn es geht weiter. Jesus kündigt eine intensive Beziehung zwischen Himmel und Erde an. Matthäus berichtet, dass Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer kann das beim Abschied sagen? Jesus kann es. Diese Worte halfen ihnen damals zu verstehen, was geschehen ist. Und darum sind die Jünger aus ihrer Verzagtheit erwacht und haben neuen Mut gefasst. Und sie sind auch nicht zurückgekehrt in die Provinz Galiläa, sondern in Jerusalem geblieben, wo sie doch so schreckliche Erlebnisse erleben mussten. Für mich ist die Geschichte von Himmelfahrt eine Geschichte von Menschen, die erwachsen werden. Wir kennen das von unseren eigenen Kindheitserinnerungen und erleben das heute ja bei unseren Kindern, Enkelkindern, Neffen oder Nichten. Erwachsen werden heißt, auch allein zu Hause bleiben zu dürfen oder zu müssen, manchmal tagelang. Wer das nicht nur darf, sondern auch verantwortungsvoll tut, der wird eigenständig. Erwachsen sein heißt selbstständig sein, unabhängig. Jesus Christus nimmt Abschied von den Seinen, weil er ihnen zutraut, dass sie als freie, erwachsene Menschen leben, die sich nicht von Macht, Meinungen und Ideologien bestimmen lassen. Weil er ihnen vertraut, dass sie sein Wort zu den Menschen tragen können und so bei allen sind, die schwer zu tragen haben. Die Kraft dazu gibt Jesus seinen Jüngern zum Abschied mit. Hören wir weiter, was damals geschah. Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus segnet die Jünger. Und so dürfen sie als Gesegnete in ihr Leben heimkehren. Und sie tun es voller Freude und Dankbarkeit, wie wir hörten. In seinem Geist, den er ihnen verspricht, werden sie in die Welt hineingehen und ihren Glauben verkündigen. Aus seinem Geist heraus werden sich Gemeinden gründen, die im Laufe der Zeit zur Kirche Jesu Christi heranreifen. Liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, so verstanden ist Himmelfahrt kein einmaliges Erlebnis, sondern es bewegt Menschen aus ihrem Glauben heraus in die Welt, um anderen den Himmel, das Reich Gottes, nahezubringen. Den Himmel, den wir so unendlich nötig haben, nötiger als alles andere, weil unser irdisches Leben begrenzt ist. Und wir in unseren Alltag hinein Hoffnung und Mut brauchen, um ihn bewältigen zu können.
und einen Glauben an die Liebe und auch an ein Leben nach dem Tod. Ein alter Mann wurde beim Pflanzen eines Apfelbaumes beobachtet. Da fragte einer, warum er sich solche Mühe mache, er könne doch die Früchte seines bisherigen Tuns in seinem Alter genießen. Weil ich auch nach meinem Tod möchte, dass meine Kinder und Enkel sich an den Äpfeln erfreuen und sich an mich erinnern und so ihr Leben gestalten. So der alte Mann. Oder Martin Luther. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Kluge und mahnende Worte, die die Weite Gottes atmen. In solchen Momenten öffnet sich für die Hörenden der Himmel. Ja, Himmelfahrt, Fest des schönen Ausblicks in die Zukunft Gottes mit uns. Und auch wir dürfen doch getrost unseren Weg in die Zukunft mit Gott gehen. Der Himmel ist uns offen. Wir können hier in Frieden auf Erden unsere Wege ziehen. Nichts und niemand soll verloren gehen. Unter dem Segen Gottes wird sich auch unsere Zukunft gestalten. Christi Himmelfahrt, das ist deshalb für mich ein Fest der Freude gegen die Angst und Enge dieser Welt. Enge und Angst. Es gibt Zeiten und Situationen, wo wir diesen immer wieder ausgeliefert sind, wie zum Beispiel in einem Flugzeug. So ging es auch einer Frau, die zum ersten Mal flog. Ein Mann neben ihr hatte schon Platz genommen und die Zeitung ausgeschlagen, ausgebreitet, um entspannt den Flug zu genießen. Er blickte neben sich und sah das Zittern und die Tränen der Frau beim Start. So sprach er sie an und versuchte sie zu beruhigen. Es tat ihr gut. Als aber Turbulenzen das Flugzeug hin und her schüttelten, bekam sie wieder Panikattacken. Und auch ihm wurde etwas mulmig. Leise sprach er vor sich hin. Die Frau fragte in ihrer Not nach und er sagte etwas lauter: Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten. Sie wurde ganz ruhig und nach der Landung musste er ihr den Vers noch auf den Zeitungsrand schreiben. Immer wenn ich wieder einmal Angst und Enge erlebe, werde ich diese Worte lesen. Denn sie haben mir geholfen. So die Frau. Als Gesegnete ging sie ihren Lebensweg weiter. Und auch wir gehen immer wieder als gesegnete Menschen in unser Leben. Jeden Sonn- und Feiertag im Gottesdienst werden uns diese guten Worte zugesprochen. Aber mit dem Segen werden wir zugleich auch an unseren Auftrag erinnert, das Wort als Evangelium in Worten und Taten zu bezeugen. Himmelfahrt. Der Tag ist uns heute zur Freude und Stärkung gegeben. Richten wir unseren Blick, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, in die Weite Gottes und freuen wir uns. Was für ein Fest, Himmelfahrt, Vatertag. Ich habe noch einen Wunsch. Wie schön wäre es, wenn künftig noch mehr Männer den Vatertag in einer der vielen Kirchen beginnen würden, um dann gesegnet ein Stück Himmel mit in die Familien und in den Alltag zu nehmen. Und nehmen wir ihn mit, den Himmel unseres Glaubens, aus diesem Gottesdienst heraus und gehen dann auch wir als Gesegnete und wo immer möglich auch fröhliche Menschen in unseren Alltag hinein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der in uns die Toten stirbt.
Du Fels in der Brandung, gibst Kraft zur Verwandlung, lässt Neues entstehen und uns alle sehen. Tausend Sprachen, damit wir erwachen. Du schärfst unsere Sinne, lenkst unsere Stimme, lehrst uns zu verstehen, Gottes Wege zu gehen. Komm, du Den Weg zu Gott und ein Leben in seiner Kraft finden wir dort, wo Hindernisse zwischen ihm und uns und unseren Mitmenschen ausgeräumt werden. Dort, wo Vergebung passiert, wo ich die Richtung ändere und mich von falschen Wegen abwende. Wir bekennen jetzt gemeinsam unsere Schuld und wenden uns an Gott. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. An dir und den Menschen, mit denen ich lebe, bin ich schuldig geworden. Vater im Himmel, du weißt, was mein Gewissen belastet. Bitte vergib mir und stärke mich, verändert zu leben. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Bitte hilf mir in Zukunft, deiner Gnade zu vertrauen. Lamm Gottes, du trägst die Sünde der Welt. Erbarme dich unser und erfülle uns mit deinem Frieden. Thank you.
Wir hören Gottes Wort aus dem ersten Johannesbrief an uns. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Vergebung für unsere Sünden. Diese Zusage steht allen, die von ihrer Sünde umkehren und von Herzen auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus vertrauen, gilt: Dir ist deine Sünde vergeben. Amen. Lasst uns beten für uns und unsere Welt. Guter Gott, Vater im Himmel, du hast alle Möglichkeiten der Welt und verbindest dich mit uns, die wir an Grenzen leben. Du bist so groß und schaust doch uns an, die wir leicht übersehen werden. Du ruhst in dir, und doch lässt du dich von unserem Ergehen bewegen. Wir rufen zu dir um Erbarmen für alle Menschen, die Krieg und Gewalt ausgesetzt sind. Rette sie, geleite sie in Sicherheit, segne alle, die zu Frieden und Versöhnung beitragen. Wir bitten für die, die ihre Heimat verloren haben, dass sie einen neuen Ort finden, einen Ort, an dem sie freundlich angesehen sind, einen Ort des Aufatmens und Heilwerdens. Segne alle, die ihr Herz und Haus dafür öffnen. Guter Gott, Jesus Christus, wir sehen dich nicht. Das macht uns manchmal unsicher. Wir vermuten leicht, dass du nicht eingreifen wirst, wo wir dich brauchen. Wir rufen zu dir um Erbarmen für alle Menschen, die enttäuscht und verzweifelt sind. Sprich sie an, richte sie auf, eröffne ihnen einen neuen Weg. Wir bitten für die, die nicht mehr vertrauen können. Begegne ihnen neu, lass sie Menschen finden, die ihnen treu zur Seite stehen. Guter Gott, Heiliger Geist, du bist die ausgegossene Liebe, die ein Menschenleben durchdringen kann. Du überwindest Hass und Abscheu. Du verwandelst Angst in Weite und Sorge in Mut. Wir rufen zu dir um Erbarmen für alle Menschen, die sich selbst nicht leiden können, die abgelehnt werden, verachtet und verkannt. Tröste sie, ermutige sie, zu sich zu stehen. Lasse sie ihre Gaben entdecken und entfalten. Lehre sie, Ja und Nein zu sagen. Wir bitten für die, die gefangen sind in ihrer Unversöhnlichkeit, die sich beleidigt getrennt haben von Menschen, die zu ihnen gehören. Erlöse sie, hilf ihnen zu neuer Klarheit. Mache sie bereit für einen ersten Schritt auf andere zu. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuschauer, wenn Sie mit uns über den Gottesdienst sprechen möchten, sind wir für Sie im Anschluss der Übertragung unter folgender kostenfreier Rufnummer zu erreichen. 0800 50 99 500. Ich wiederhole, 0800 50 99 500 bis 14 Uhr. We pray for your blessings. Herr, wir bitten um deinen Segen. Schenk uns Glaube, Hoffnung, Liebe und erfülle uns mit deinem Frieden und sende deine Engel. So wie die Jünger damals unter dem Segen Gottes in ihren Alltag zurückkehren, lasst uns unter den Segen Gottes in diesen Tag und in unser Leben gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Den Segen, den Gott uns schenkt, den wollen wir weitergeben. Gottes Name.